Und siehst du das hier? Ja, so. Das ist ja, das macht die Alte dann hier mit unserem Gold. Guckst du mal so heimlich hoch? Bisschen empört? Eher erschreckt. Und trauern. Wir sind in Abhängigkeit geraten von Schneewittchen, also emotionale. Und sie stirbt an einer Überdosis von dem von uns gewonnenen Gold. Und wir trauern sehr, sind auch halb erleichtert und dann erwacht sie wieder und dann geht der Ärger wieder von vorne los. Noch viel schlimmer, weil dann ist sie richtig sauer. Die ist schon böse. Das ist nicht das liebe Schneewittchen aus dem Märchen. Das ist einiges verdreht jetzt. Schneewittchen, wie heißt denn du? Robert. Robert, siehst du? Jetzt ist diese Frage erstmal geklärt, ne? Alle warten auf das Licht. Fürchtet euch nicht. Als dann bekannt wurde in der Band, dass im Prinzip der Arsch von jemand versohlt wird, haben alle komischerweise einheitlich beschlossen, dass ich das sein soll. Warum, kann ich jetzt auch nicht erklären. Hier kommt die Sonne. Wenn hier was kaputt geht, geht was kaputt. Das sind eigentlich die Sachen, wo man überall raufklischen kann. Hier und da und so weiter. Ja? Könnt ihr hier so rumkommen, müsst ihr hochstemmen und so. Das darf ja auch schwer aussehen. Ja, Hauptsache, wie gesagt, ich habe ihn schon gefragt, ob die Dinger arretiert sind, da die Fahnenstangen da unten. Ja, die sind da, die werden das Ding, richtig. Wenn das jetzt eine Neigung hat, dass es nicht oben runterrollt irgendwie. Nee. Komm, wir werden es nochmal erklären. Wir machen gleich mal eine Probe, wo wir es richtig hochheben. Ja. Auf 1. Auf 3. 1, 2, 3. Oh. Warte, nur an den Tag. Oh, Alter. Alter, nee, so runter. Da ist das auch schwer, ey. Eieiei. Ja, wenn ihr erstmal steht. Kamera ab! 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 Das Ganze wird im Studio hier aufgebaut und ist also eine reine, wie eine Märchenkulisse aus den frühen DEFA-Tagen, kann man sagen. Die alten deutschen Märchenfilme, so alte DEFA- und UFA-Produktionen, die haben mit sehr einfachen Tricks das machen müssen. Ich bin sowieso ein Verfechter dieser einfachen In-Camera-Shots. Das bedeutet, dass wir sehr viele Gegenstände, unter anderem auch die Bauten, in groß und klein bauen müssen. Und wir müssen sehr konzentriert daran arbeiten, dass wir keine Fehler machen, alles ausmessen. Es muss auf einen Zentimeter genau gebaut sein und auch auf einen Zentimeter genau gemessen sein, dass die Größenverhältnisse stimmen. Im Prinzip wird hier das Schneewittchen gedreht. Und wie man sieht, ist alles kleiner. Guck. Ne? Und der Balken, da stößt man gegen, wenn man jetzt will. Und jetzt sind wir in dem im großen Haus, ist genau dasselbe, auch wieder der Tisch und so. Und es ist größer. Und jetzt denkt man im Prinzip, dass wir klein sind. So einfach ist das. Wir haben jetzt keine weißen Bärte und wie man sieht, keine Zipfelmützen auf. Wir sind Zwerge in dem Sinne, dass wir schon kleiner als Schneewittchen sind. Aber wir sind ernste Zwerge. Ein Problem, dem ich gegenübergestanden bin von Anfang an, war, wenn ich Rammstein als Zwerge zeige, geht das nicht unbedingt zusammen mit dem Image, das Rammstein sowieso oder von Haus aus mitbringt. Und ich wollte deshalb Rammstein erst später als kleine Menschen offenbaren. Wenn ich sie gegenüberstelle mit dem Star, dann werden sie erst als kleiner erscheinen. Und ich zeige sie auch nicht als Zwerge, sondern ich zeige sie als hart arbeitende, als den hart arbeitenden kleinen Mann. Arm nehmen und so wieder rüber, mal gucken. Wer hat hier noch ein Hackchen?
Ich hab ein Hackchen. Ja, hier bitte Paul. Werkzeugausgabe finden wir. Ihr seid drauf gefasst, dass hier irgendwas ist, was euch gleich. Böse. Ein Räuber. Aber Schneider müsste uns das ja sagen. Oder merken wir das alle? Schneider nicht irgendwie sowas sagen? Irgendwie, ey, sonst kommen wir ja nicht da drauf. Das reicht, das habt ihr schon irgendwie gesehen von außen. Okay. Ich finde es blöd, wenn eine Lippenbewegung dazu kommt. Ein Blick reicht da. Das ist, weißt du, wenn also kann da rumkommen, kann er sich umdrehen? Den 10. Auftrag zusammen. Kann er sich umdrehen? Ja, kann er machen. Okay. Aber die brauchen nicht mehr sprechen, weißt du? Ist schon klar. Nee, aber kannst du das zeigen, so als Geste, sonst ist das unlogisch, weißt du? Er deutet, ne? Und Kamera auf. Speed. Und bitte! Und schneller reinkommen. Ja, schneller kommen. Perfekt, die ganze Rasselbande perfekt. Danke. Das war's. Immer richtig geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Für einen Musiker gibt es, der das jetzt professionell macht, gibt es verschiedene Etappen. Das ist einmal Musik schreiben, Musik arrangieren, proben, Videos drehen, Platte aufnehmen, Platte mischen, Show ausdenken, auf Tour gehen. Und so die 8 Dinger. Und im Prinzip gibt es immer ein paar Sachen, die einem mehr liegen und ein paar Sachen, die einem weniger liegen. Das wechselt auch von Jahr zu Jahr. Am liebsten ist einfach das Einsingen, wenn es in einer guten Atmosphäre, also in Frankreich, es war fantastisch, auf dem Balkon konntest du Weinberge sehen und so, weil das ist dann der unmittelbar kreative Prozess. Songwriting ist für mich einfach der absolut wichtigste Prozess und der erfüllendste Prozess auch. Für mich ist das eine, weil es wie gesagt einfach auch mein Medium ist. Für mich ist die eigentliche Arbeit, oder für mich, weil ich so in der Musik bin, ist es für mich das Schönste, wenn ein Song fertig ist. Wenn du sagst, okay, das ist der Song und so soll er sein und jetzt ist er fertig. Und das ist für mich ein total schönes Erlebnis. Also mir macht es sehr Spaß, die Sachen einzuspielen, jetzt als Schlagzeuger. Mir macht die Zeit davor natürlich auch Spaß, die Probezeit, also wo man die Songs macht und wo sie entstehen und zur Reife gelangen. Ich sehe es als ganzen Prozess, aber trotzdem, ich tue doch lieber. Also reproduziere als produziere. Zum Glück ist es so organisiert, dass sich das Auto automatisch immer so abwechselt. Ist man genau, wenn man vom Touren die Nase voll hat, geht man ins Studio. Wenn das Studio dann so richtig nervt, dann darf man wieder auf Tour gehen. Insofern da hat sich die Natur schon so eingerichtet, dass sich das so abwechselt. Dann die Kamera ab und geben. Und springen. Danke. Und bitte. Und umwenden. Und Olli aufstehen. Und wieder umdrehen. Sehr gut. Ja, Kasi. Ja, Kasi. Ja, Kasi. Du bist ein Teil einer Maschinerie. Und Musik gibt dir vor, wo sie eigentlich hin will. Wo sie sich hinbewegen will. Und gerade in Sachen des Sounds ist es so, dass wenn du einen Song hast und es gibt dir vor, wenn es zum Beispiel Musik gibt dir vor, soll es ein getragener Song werden? Soll es ein aggressiver Song werden? Soll es ein rhythmischer Song werden? Und wie auch immer, es gibt dir immer was vor. Und wenn du das erkennst, wenn du so sensibilisiert bist, weißt du, und das erkennst, kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und das haben wir am Anfang falsch gemacht, dass wir gedacht haben, wir wollen versuchen, irgendwo reinzupressen. Das schaffst du nicht. Du kannst nur folgen. Dadurch, dass man jetzt schon ein bisschen länger Musik zusammen macht, weiß man schon, wie die ganzen Prozesse funktionieren und geht auch anders aufeinander ein. Und jeder hat schon seinen Aufgabenbereich, man braucht nicht, um irgendwelche Positionen zu kämpfen und von daher geht es eigentlich ein bisschen leichter. Und vielleicht lernen wir mit der Zeit, dass man manche Sachen sich auch nicht zwingend kümmern muss, dass die auch trotzdem gut werden. Also wenn jetzt ein Bild ausgesucht wird oder so, dann müssen alle 6 immer sitzen und sagen, nee, da ist ein Pickel am Ohr, das können wir nicht akzeptieren. Hat er doch und dann dauert es immer so ewig, die Diskussion, und dadurch ist es natürlich immer schwierig, so zusammenzuarbeiten. Weißt du, das Problem bei Rammstein oder das Gute bei Rammstein war auch immer, dass wir immer alles durch 6 entschieden haben. Aber es ist natürlich unheimlich zeitaufwendig. Weißt du, jetzt haben wir gemerkt, dass wir an einem Punkt gekommen sind, wo wir uns aufteilen müssen.
Weil es gibt bestimmte Kräfte, es gibt bestimmte Talente in der Band, die einfach gefördert werden müssen. Und das müssen wir lernen, das zu akzeptieren. Es muss Spaß machen. Also wenn man das Gefühl kriegt, man muss was machen, was leicht passieren kann in dem Geschäft, dann macht man eigentlich das, was man gerne macht, aber ohne Spaß. Das kann man vergleichen mit einer Drehtür. In manchen Hotels gibt es Drehtüren, die von alleine sich drehen. Und wenn du da reingehst und du schiebst die, dann hören die auf und bleiben die stehen. Und in diese Situation darf man nicht kommen. Ich bin ein Mensch, der sich ausdrücken will. Ich will mitteilen. Ich habe ein starkes Bedürfnis, im Mittelpunkt zu gehen und sagen, ich will euch was sagen. Und das versuche ich natürlich durch Musik, weil Musik mein Medium ist. Ganz einfach. Insofern wird das immer eine Triebkraft bleiben, weil es so ist, wie es ist. Ich finde, es hat so langsam eine Perfektion erreicht, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander arbeitet. Mit dem Produzenten, was ganz wichtig ist, das hat sich sehr vertieft und hat auch Früchte getragen wieder. Also eigentlich hat es jetzt eigentlich erst angefangen, Spaß zu machen. Es war nicht so eine Odyssee wie vorher. Es war eine Odyssee, wie gesagt, vom Zeitraum her, aber so, dass die Zusammenarbeit war wesentlich entspannter als vorher. Und ich denke, irgendwie in 20 Jahren sind wir dann am Punkt. Ich hatte bis jetzt so glücklicherweise auf Holz klopfen, wie es gleich genau richtig Holz. Dass ich bis jetzt mit meiner Kreativität noch nicht an meine Grenzen gekommen bin, eher im Gegenteil. Dass man ja nicht schafft, sich völlig mit einzubringen, weil das so viele Leute sind und so viele Ideen sind. Also bis das erreicht ist, dann werden wir bestimmt noch sehr alt werden. Ja, okay. Mach die Ecke. Du bist abgedreht. Du bist abgedreht. Danke. Und du bist erst recht abgedreht. Ich an mir. Ende gut, alles gut. Sie ist der hellste Stern von der